Sie nennen sich ganz salopp die Sternefresser und ihre Mission ist es, Gourmetküche über das Internet unter das Feinschmeckervolk zu bringen. Sie vergeben keine Auszeichnungen, aber mit ihren Beschreibungen und Fotos sagen sie eigentlich sogar mehr über das Genusserlebnis, als ein Stern oder Punkt es vermag. Wir nehmen uns nicht unbedingt ganz so ernst wie die klassischen Restaurantkritiker. Bei uns spielt die humoristische Auseinandersetzung vielleicht noch eine größere Rolle. Und ganz klar wollen wir auch den Spaß am Essen in den Mittelpunkt stellen. Heute haben die Sternefresser das Restaurant im Schlosshotel Leerbach in Bergisch Gladbach bei Köln anvisiert. Das Gourmet-Restaurant ist mit 2 Michelin-Sternen ausgezeichnet. Für die Kritiker ist auch der Eindruck von Ort und Inneneinrichtung von Bedeutung. Die Sternefresser kommen meist angemeldet. Hauptberuflich betreibt nur einer der 4 das Ganze. Pro Besuch sind sie mindestens zu zweit, damit nicht die Tagesform eines Einzelnen das Urteil bestimmt. Ja, okay. Kein Mehrwert. Bisschen süß, klebt ein bisschen in meinem Backenzahn gerade. Aber sonst ist es gut. In Summe ein sehr schönes Lebergericht, oder? Schön. Ich finde, die Proportionen stimmen vielleicht nicht so ganz hundertprozentig. Aber klagen auf sehr hohem Niveau. Wenn wir mal in irgendeiner Großstadt unterwegs sind, gerade im Ausland eben auch wie Paris oder London, dann sind es durchaus auch mal in 4 Tagen 8 Restaurants, weil man eben nicht so viel Zeit hat, aber es eben viel abzudecken gibt. Das ist dann richtig Arbeit. Da muss man sich dann eben sehr professionell auch mit dem Essen auseinandersetzen. Aber normalerweise hier in Deutschland sind es 2 bis 3, die wir besuchen pro Woche. Für Chefköche ist Sternefresser nicht nur eine Plattform, auf der sie selbst gemessen werden. Viele von ihnen sind selbst Stammkunden auf der Seite. 80.000 Besucher hat die Homepage im Monat. Sternekoch Nils Henkel interessiert nicht nur das, was über seine Menüs geschrieben wird. Ich schaue sicherlich einmal die Woche mal kurz rein, um einfach mal zu gucken, was passiert, weil es sind ja oftmals auch Informationen drin, die auch für mich als Kollege ganz interessant sind, was in der Branche passiert. Man kann nicht alles mitbekommen und die sind halt sehr gut vernetzt, die sind sehr gut informiert und von daher ist es auch nie verkehrt, sich da mal kurz einzuloggen, um einfach zu schauen, was passiert gerade. Im Restaurant La Mer auf Sylt sieht man das ähnlich. Chefkoch Sebastian Zier glaubt, dass an dem Gourmet-Blog heute kein Sternekoch mehr vorbeikommt. Es ist einfach ein neues, junges, modernes Medium, das auch einfach Leute erreicht, die bisher nichts groß mit Michelin oder Gourmet zu tun haben. Kernstück der Arbeit sind die Fotos, die die Gourmet-Blogger nach ihrem Restaurantbesuch von jedem Gang ins Netz stellen. Sie werden immer am Tisch aus der Gastperspektive und nicht in der Küche gemacht. Die Fotos geben möglichen Gästen vorab einen Eindruck von der Handschrift des Koches. Wir nehmen sicherlich nicht den Überraschungseffekt vorweg, aufgrund der Tatsache, dass unsere Berichte ja auch ein paar Wochen brauchen, bis sie veröffentlicht werden. Und dann ist eigentlich auch schon wieder ein anderes Menü auf der Karte. Und wenn ein Gast aufgrund eines Berichtes in ein Spitzenrestaurant geht, wird er mit ganz anderen Gerichten konfrontiert. Mmh, das ist gut. Großartig. Wow. Ach. Das ist das Gegenteil von einem Streberteller, von so einem überladenen Streberteller. Ja. Wir verstehen uns ja schon als Fans auch der Spitzengastronomie, gehen insofern auch mit einer großen Freude und einer Euphorie überall hin, sind aber auch, wie eben alle guten Fans, im Detail dann durchaus auch besonders kritisch und schauen vielleicht auch sogar noch detailversessener hin, als vielleicht auch mancher konventionelle Kritiker das tun würde. Am Ende bewerten die Sternefresser nicht nur die Speisen, sondern auch den Sommelier und den Service. Am Schlosshotel Leerbach haben sie jedenfalls 10 Gänge lang nicht viel auszusetzen gehabt.